Irgendwie so ein Kriegsfahrzeug. Der Schuh ist der ultimative Flex. Scheiß auf den Auspuff da hinten. Der Schuh macht alles aus. Moji, bester Kollege von mir auf jeden Fall. Kennen uns schon gefühlt 50 Jahre jetzt. Guten Morgen, YouTube. Was geht? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht es blendend wie immer. Mir sollte aber auch anders gehen bei so einem Wetter. Isa ist zum Glück nicht komplett full. Oh, es ist ein Glück nicht absolut viel zu Herr Roller, da haben wir uns überschätzt, ne? Wobei das halt noch locker rübergepackt hätte, dann hätte er halt hier stehen bleiben können. What the fuck ist das, Mann? Irgendwie so ein Kriegsfahrzeug. Und sogar Rechtslenker. Da riecht man schon, wie die Umwelt kaputt geht. Das war knapp. Aber darüber reg ich mich nicht auf, weil ich war dran schuld. Ich bin einfach ohne Blinker abgebogen. Das sieht halt fett aus, Mann. Land Rover. Drei Sitze vorne. Ist fancy Ding. Ein alter Benzer. Und willkommen zu gefühlt meinem zweiten Zuhause in der Leopold, weil wir immer hier vorbeifahren müssen, obwohl hier nie was ist. Dann tun wir das. Weiß es nicht. Digga, überall offene Cabrios. Da war übrigens ein SL63. Ich glaube, den habt die Cam nicht mehr erwischen können. Boah, der Handschuh ist halt komplett nass. Es ist so eklig. Wieso fahr ich eigentlich mit Handschuhen? Safety first. Vor allem Safety first, weißt, aber in T-Shirt fahren, ne? In T-Shirt. What are those? Ja, ich weiß. Die Socken passen perfekt zu meiner Hose und zu den Schuhen. Mir wurden schon oft diesbezüglich Komplimente gegeben. Und ich nehme auch jedes weitere Kompliment sehr gerne an. Aber um von den Socken wegzukommen, auf jeden Fall, Schutzausrüstung ist komplett da, ja. Das T-Shirt ist aus bestimmtem Kevlar-Stoff. Mega reißfest, ich glaube bis 5000 Grad hitzeresistent. Meine Haut ist aus Stahl. Und die Hosen sind auch aus Kevlar. Die Socken auch und die Schuhe auch. Ich sag Maschallah, einfach die Hübsche. Ich hab schon gesehen, wo du hingeschaut hast. Im Übrigen sollte die Tonqualität irgendwie schlechter geworden sein. Es kann höchstens daran liegen, dass ich meinen Schal, den ich eigentlich immer während des Fahrens anhab, gestern verloren habe. Das ist ja auch nicht weiter schlimm, wenn man was verliert. Es wird erst dann schlimm, wenn man ihn auf der Arbeit verliert, wo man alle seine Sachen am Arbeitsplatz liegen hat. Keine Ahnung, wie ich den verloren bekommen habe, aber ich habe keinen Schal mehr zum Motorradfahren jetzt. Von daher, sollte irgendwas mit der Quali nicht passen, tut mir leid, ich kaufe mir morgen einen neuen. Heute ist Sonntag, heute kann ich schlecht einkaufen gehen. Ich cutte das Video gerade und habe diese Stelle gesehen. Kurze Memo an alle. Es ist Dienstag, 11.38 Uhr. Ich habe immer noch keinen neuen Schal gekauft. Ich bin einfach so ein fauler Hund. Boah, die Brille sieht so fucking weird aus. Gibt sie euch? What the f***? Wieso grüßt du mich nicht? Wieso? Ich habe dir nichts getan. Oh, ich werde die ganze Zeit von einem Bike verfolgt. Ich habe Angst. Das? Danke dir. Habe ich bei einem Kollegen gesehen, deswegen. Wie bitte? Dankeschön, dir auch. Ja, Mann. Jemand, der den Schuh geil findet. Ich hab's euch gesagt. Der Schuh ist der ultimative Flex. Scheiß auf den Auspuff da hinten. Der Schuh macht alles aus. Der fucking Schuh, Mann. Auch Beste, was ich sag, habe ich bei einem Kollegen gesehen. Moji, bester Kollege von mir auf jeden Fall. Kennen uns schon gefühlt 50 Jahre jetzt. Immer wenn ich diesen Lunch hier sehe, erinnere ich mich, den hatte meine Mom damals. Und in meiner Erinnerung war der größer. Das ist ja winzig, Digga. Wie ist der Elefantino oder sowas? Keine Ahnung. Ah, der hat auch den Elefanten. Genau den hat auch meine Mom damals. Fragt mich nicht, wie der wirklich heißt. Aber mit dem wurde damals gut rumgeflext, Jungs. Bis der Auspuff auf einmal abgefallen ist. Und sich das Ding angehört hat, als ob ein fetter V8 drunter schlummert. So, wir fahren langsam wieder zurück. Ich habe mich entschieden. Ich gehe nochmal nach Hause und kühle mich ein bisschen ab, bevor ich in die Arbeit fahre. Weil das packe ich ansonsten nicht. Vor allem meine Haare sind gerade komplett nass. Helm ist mindestens genauso nass. Yo. Da Opel Speedster. Wir haben bei uns in der Gegend auch einen, der einen hat.
Oder zumindest hatte. Ich habe den jetzt schon echt lange nicht mehr gesehen. Weil ich habe letztens das Video von JP zu dem gesehen und ich habe gar nicht realisiert, dass das so ein fettes Auto ist. Weil ich den halt eine Zeit lang, tagelang gesehen habe. Die A-Klasse ist gerade einfach über Rot gefahren, Digga. Digga, wieder eine Rotampel, das gibt's doch nicht. So, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen und den Kanal abonnieren. Das durftest du gerade nicht, B-Klasse, und hättest mich fast niedergefahren. Aber okay, jetzt habe ich den Faden verloren. Keine Ahnung, wo ich stehen geblieben war. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Yalla.